Hallo und einen schönen guten Tag. Wir haben heute ein neues Musik macht Mut Gespräch und wir haben heute ein Thema, das, denke ich, sehr viele beschäftigt, nämlich jeden, der etwas mit Veranstaltungslocations zu tun hat in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit. Wir haben das Thema, wie momentan Locations klarkommen, was sich in den letzten Monaten getan hat und wie es wohl so weitergehen wird. Einen speziellen Gast haben wir auch, nämlich den Dan von der Bar Bobu in Berlin. Hallo Dan. Hallo Tim, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du und was ist das für eine Location? Bin der Booker und der PR-Manager der Bar Bobu in Berlin-Friedrichshain. Wir sind eine kleine Live-Venue, eine Bar mit Bühne im Herzen Berlins, auf der jeden Abend der Woche eigentlich Musik, Comedy oder ähnliche Entertainment-Programme stattfinden. Momentan ja leider nicht wegen der Corona-Krise, aber das machen wir schon seit über 6 Jahren und ich bin auch schon seit Anfang an dabei. Und habe vorher als Musiker gearbeitet, auch als Booker gearbeitet und bin eng mit dem Musikbusiness verhaftet. Wenn man jetzt mal so zurückblickt, wie seid ihr denn drauf gekommen, in Berlin, das ja jetzt nicht unbedingt bekannt ist für eine geringe Kneipendichte oder Locationsdichte, nochmal eine Bar aufzumachen? Also eigentlich fing alles damit an, dass wir zusammen Partys organisiert haben. Also wir sind ein größeres Kollektiv an Leuten, letztendlich noch zwei Freunde, die den Laden aufgemacht haben. Und drumherum gab es eigentlich eine Party-Idee und eine Live-Band, die alten Soul nachgespielt hat. Und da haben wir uns in anderen Locations eingemietet. Das fing schon vor 12 Jahren an. Und haben da Partys veranstaltet, haben da live gespielt. Weil das so in der Form gab es das nicht. Also das, so wie wir das kannten und so wie wir die Musik, die wir lieben, gerade so alte Musik, alten Blues, alten Soul, das war halt die Zeit, wo halt Techno extrem groß geworden ist oder eh schon sehr groß war in Berlin. Und das hat uns tatsächlich als Musik, als Ausgehmöglichkeit gefehlt. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht, das war auch immer ganz lustig. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es wahnsinnig anstrengend ist, sich halt immer neu einzumieten und haben gesagt, eigentlich würden wir da gerne selber unseren eigenen Laden haben und da Musikveranstaltungen drin veranstalten. Und dann haben wir, wie gesagt, vor 6 Jahren diese Location gefunden und haben daraus so ein Dualsystem entwickelt. Das eine ist das Restaurant Butterhandlung, in dem wir etwas gehobenere Küche anbieten, weil einer unserer Kompagnons tatsächlich aus der Gastronomie kommt, von der Familie her. Und der zweite Teil ist die Bar Bobu, ist sozusagen so das kleine schummrige Rückzimmer, in dem gute Cocktails gemacht werden und Bands spielen. Und aus diesem Zwei-System speist sich halt auch so diese ganze Location, weil tatsächlich Leute auch vom Essen noch rüberkommen oder danach da was trinken. Oder Leute, die sozusagen vorher zum Konzert wollen, gehen nochmal was essen. So, also das hat sich so entwickelt und da sind wir auch sehr stolz drauf und das läuft eigentlich auch ganz gut. Und das ist dann sozusagen auch das Konzept, wo ihr gesagt habt, da macht ihr was anders, da wollt ihr was Neues versuchen, was es so vielleicht noch nicht gegeben hat in Berlin. Das mit dem Restaurant, das hat sich einfach, glaube ich, so ein bisschen ergeben, weil die Location so geschnitten war, dass wir wussten, das wird jetzt schwierig, daraus einen normalen Laden zu machen. Und weil dann irgendwie aber auch wir alle gute Küche lieben und wie gesagt den Bezug zum Restaurant hatten und dachten, naja, dass wir einfach dieses die zwei Sachen probieren. Bei der Bar war uns von Anfang an klar, dass wir da ein etwas anderes Konzept haben wollen als eine normale Live-Venue, weil es von der Größe ist erstmal schon so gestrickt, dass man da jetzt auch keine Riesenkonzerte drin veranstalten kann. Und wir wollten, uns war es aber auch eigentlich wichtiger, dass Leute dann nicht nur für ein Konzert kommen, sondern eigentlich für den ganzen Abend und sich da wohlfühlen. Die können halt auch essen, was man sich stellen. Wir legen sehr viel Wert auf gute Drinks. Und danach wird noch Musik aufgelegt. Also die Live-Musik ist eigentlich nur Teil eines gesamten Entertainment-Plans, den wir uns da überlegt haben. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut, weil wir könnten nicht davon leben, wenn jetzt die Leute nur für eine Stunde kommen, sich eine Band anhören, ein Bier trinken und dann wieder nach Hause gehen, sondern wir wollen die natürlich, dass sie kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie mit den Musikern interagieren, die bleiben dann auch noch länger.
Wir wollen die Freiheit haben, einfach spannende Newcomer buchen zu können. Wir wollen natürlich selber da auch viel spielen, was wir auch machen. Der Musiker will auch mal gerne spielen. Und Oder es ging halt ein Eigentausch. bisschen auch darum, so einen Treffpunkt zu schaffen für ambitionierte Musiker, aber auch für Leute aus der Musikindustrie, die tatsächlich da auch auf uns einlaufen. Und man kann halt Musik hören, man kann quatschen und man kann halt was Gutes trinken. Und das war uns wichtig. Und das ist, glaube ich, so das, was uns von sehr vielen anderen Läden unterscheidet. Und wie hat sich das dann im Laufe der 6 Jahre weiterentwickelt? Also das ist so, das war jetzt so das war so der Endpunkt sozusagen, bevor die Corona-Krise kam. Da waren wir schon wirklich an dem Standpunkt, dass es wirklich fast jeden Abend wirklich bumsvoll war und man das wirklich den Vibe gespürt hat. Das ist natürlich ein langer Weg. Jeder, der schon mal irgendwie eine Kneipe oder ein Restaurant oder einen kleinen Club aufgemacht hat, wird das wissen. Es ist sehr anstrengend, sich erstmal zu etablieren, besonders an einem übersättigten Markt wie Berlin. Deswegen gehen halt viele Läden ja auch schon nach 2, 3 Jahren wieder pleite. Also wir haben uns da wirklich extrem reingehängt. Ich glaube, die ersten 2 Jahre waren schon ziemlich anstrengend. Das Restaurant hat relativ schnell sehr gut funktioniert, aber sozusagen sich auch erstmal als Live-Location einen Namen zu machen, dass da auch Künstler Lust haben, da zu spielen, das musst du erstmal, dazu musst du dich erstmal auch gut aufstellen, dafür musst du auch sozusagen auch im Publikum arbeiten. Zumal wir halt auch keinen Eintritt nehmen, sondern das ist halt einfach, du gehst halt rein und dann freust du dich über ein bisschen Musik. Und dann schmeißt du am Ende was in den Hut, was zu 100% an die Künstler geht. Aber auch das ist so ein Deal, der mit den Künstlern auch immer so, ja, es ist mir zu unsicher. Also man muss einfach sowohl das Programm immer besser werden lassen, die Qualität immer mehr steigern, um die Leute ranzuholen. Und wenn die Leute dann kommen, hat man halt auch die Möglichkeit, besser mit den Künstlern zu interagieren, vielleicht auch mal spannendere Künstler zu holen. Also das war so ein peu à peu. Wir haben echt wirklich mit so, wir haben selber viel gespielt, dann haben Freunde gespielt, dann haben wirklich absolute Newcomer gespielt. Das hat sich immer rumgesprochen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir halt aus der ganzen Welt Booking-Anfragen von Bands auf Touren bekommen, von größeren Bookings, dass wir gemietet werden. Und da sind wir sehr stolz drauf. Das ist jetzt dann sozusagen alles bis zum März gewesen, ne? Genau. Und Zum 14. März, genau. Da war ja. es. Die berühmt berichtigten Daten in dieser Zeit. Nee, es war der 13. März, war sogar ein Freitag, das weiß ich so. Ja, genau. Da passt doch super. Und ab dann, wie ist es jetzt so die letzten Monate gelaufen? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr nicht machen können und was habt ihr machen können? Also wir haben natürlich erstmal direkt dann geschlossen, was natürlich sehr hart ist, weil wir haben tatsächlich in der Regel im Sommer machen wir relativ wenig, weil das die Leute in Berlin, die gehen dann nicht auf Live-Konzerte abends oder wenn, dann muss es wirklich was total Tolles sein. Die gehen halt raus. Das heißt, das ist tatsächlich im Frühjahr ist unser Endspurt, um dann den Sommer so einigermaßen abzufedern, wo nicht viel passiert und dann im September wieder Gas zu geben. Deswegen war es natürlich sehr schade, also es ist für jeden dramatisch so, aber es ist für uns war es natürlich so. Wir hatten total spannende Projekte, tolle Touren, riesen Privatfeiern und so. Und du als nicht nur vom kulturellen, sondern auch von einem wirtschaftlichen Standpunkt war es für uns natürlich erstmal ein Riesenschock. Und dann haben wir, wie das natürlich auch so verlangt wird, sowohl das Restaurant als auch die Bar zugemacht. Und das war dann tatsächlich bis, man durfte ja dann irgendwann, die Restaurants durften dann wieder öffnen, man konnte dann Takeaway-Food machen, was wir vorher noch nie gemacht haben und dann relativ viel umgestellt haben, dass die Leute dann, und es kamen halt viele Anfragen auch aus dem Kiez, wir sind sehr beliebt bei uns im Kiez, und die Leute haben ein bisschen Essen, die Leute haben ein bisschen, und dann, dass wir zumindest wieder so ein bisschen Essen verkaufen konnten, das hat uns zumindest finanziell wieder ein bisschen Luft verschafft, und dann gab es halt irgendwann die Direktive, dass die Bars wieder öffnen können. Aber halt mit Abstandsregelung, was bei einem kleinen Laden natürlich wahnsinnig schwierig ist. Das heißt, wir haben dann so mit 2 Sets und dazwischen dann so durchgeputzt, aber dann konnten halt auch nicht mehr als 15 Leute rein. Was sich natürlich auch nur so bedingt, also wir haben damit kein Geld verdient, sondern es ging tatsächlich nur darum, dass wir zeigen, wir sind noch da, wir konnten Musiker unterstützen, die dadurch ein bisschen Geld bekommen. Und es ging, also es ist eher so was für die Motivation, glaube ich, war das sehr wichtig, dass man sich da mal wieder zeigt. Und dann gab es in Berlin allerdings eine neue Direktive, dass man nicht mehr zusammen singen darf in geschlossenen Räumen. Das war so gegen Chorproben eigentlich. Ich dachte, das war halt so formuliert, dass man halt einfach, dass nicht mehr als eine Person in einem Laden
auf einem Live-Konzert nicht singen kann. Und das funktioniert halt mit ganz vielen musikalischen Acts nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das, solange das jetzt auch noch ist, werden wir das jetzt erstmal aussitzen. Also wir haben, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen das Glück, dass wir halt das Restaurant haben, was jetzt offen ist. Dass wir einen Außenbereich haben, den wir bedienen können. Ansonsten wird es uns wahrscheinlich wie einigen unserer befreundeten Barbesitzer oder auch Live-Venue-Besitzer gehen, denen das Wasser halt schon eigentlich über dem Hals steht. Und das ist natürlich dramatisch. Habt ihr dann die Zeit irgendwie genutzt, um zu renovieren oder solche Sachen? Wir haben tatsächlich, mal ein bisschen renoviert. Wissen sicherlich auch einige, die so einen Laden haben. Man kommt so, weil man 7 Tage die Woche Programm hat, eigentlich nichts dazu. Das heißt, man versucht, das Positive rauszuziehen. Man hat mal Zeit. Wir haben die Anlage auf Vordermann gebracht. Auch dank eurer Unterstützung haben wir jetzt natürlich ein paar geile Assets mehr, die für den Sound super sind. Wir haben eine neue Lichtanlage dann eingebaut. Das hatten wir schon ewig vor. Wir haben einfach mal die Bar auch ein bisschen umgestaltet und so. Auch zwangsläufig wegen der Auflagen mussten wir natürlich ein bisschen was machen. Also das haben wir schon versucht. Und wir waren die ganze Zeit einfach auch in Kontakt mit Musikern und Managements und Bookings. Weil wir hatten ja ein komplettes Programm bis Juni durchgebucht. Das heißt, man versucht dann, Sachen zu verschieben oder einfach mal auf Hold zu setzen. Das ist natürlich immer noch so, dass man irgendwie jetzt überlegen muss, da sind ja einfach bei uns, sind glaube ich, über 100 Konzerte jetzt ausgefallen in der Zeit. Und die muss jetzt irgendwie versuchen nachzuholen, was natürlich nicht geht, weil wir im Herbst natürlich auch schon Sachen hatten. Also es ist schwierig, aber man versucht sich da irgendwie durchzuwursteln. Gibt es denn dann irgendwas, was ihr jetzt sozusagen vielleicht auch für die Zukunft mitnehmen könnt, wo ihr sagt, da haben wir jetzt irgendwie was draus gelernt und wenn es dann mal wieder losgeht, dann können wir da tatsächlich ein paar Sachen vielleicht sogar noch mal optimieren, weil wir jetzt Erfahrungen gemacht haben, die wir sonst vielleicht nicht gemacht hätten? Also es ist natürlich immer schwierig, sich auf so eine Krise wirklich einzustellen, meiner Meinung nach, auch in dieser Branche. Ich meine, natürlich versuchen wir natürlich auch sozusagen alle hygienischen Maßstäbe so zu setzen. Die hatten wir aber auch vorher schon. Vielleicht jetzt nicht so viele Desinfektionsspender an den Wänden. Aber das war jetzt vorher natürlich auch ein ganz anderes Szenario. Also was natürlich bei einigen Künstlern, die dann angefragt haben, die sowohl sich selbst als auch uns unterstützen wollen, ob man halt nicht Livestreams aus der Bar machen kann, ob man Soli-Konzerte veranstalten kann. Wir haben natürlich eine ganze Schwemme an Performances im Internet und so. Da hatten wir tatsächlich bisher die Voraussetzungen nicht. Das planen wir gerade mal durch, ob das vielleicht auch mal eine Alternative ist zu einem physischen Konzert, dass man das halt einfach dass man das einfach live übertragen kann, dass sich das vielleicht Freunde auch zu Hause angucken können oder was auch immer. Das ist natürlich schwierig, daraus jetzt auch ein wirtschaftliches Mehrwert irgendwie zu schaffen, aber zumindest, dass man den Künstlern weiterhin die Bühne bieten kann, die sie sonst halt nicht hätten. Das sind Sachen, über die wir nachdenken. Ansonsten hoffen wir natürlich ganz doll für uns und halt auch die gesamte Branche, dass man irgendwann wieder so einigermaßen normal Konzerte veranstalten kann oder zumindest mit so, dass die Leute nicht in Gefahr gehen, sich halt aneinander anzustecken. Da muss man natürlich sich auch auf die Ratschläge der Politik und Medizin verlassen. So, wir würden jetzt also keine Risiken eingehen wollen. Deswegen haben wir für uns jetzt auch beschlossen, dass wir jetzt im Sommer erstmal gar nichts machen, bis sich das erstmal so weit beruhigt hat. Hoffentlich, dass wir dann im September wieder einen einigermaßen normalen Konzertbetrieb hinkriegen, wenn das überhaupt jemals wieder möglich ist. Ja, das wollen wir jetzt mal alle hoffen. Ne? Ich meine, es ist schwierig momentan, man kann keinen Ausblick in die Zukunft machen. Nicht so wirklich. Ne? Man kann irgendwie hoffen, man kann sich Konzepte überlegen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und ja gut, das Prinzip Hoffnung ist es halt. Ne? Ich meine, für euch ist es toll, ihr habt weiterhin den Restaurantbetrieb. Das läuft ja auch schon wieder alles so einigermaßen glatt, wenn man so mal guckt. Und dann bleibt euch einfach zu wünschen, dass die Kombi dann auch wieder funktioniert. Ne? Weil ich meine, was wollen wir ohne Kultur, ohne Musik anfangen? Das kann es ja irgendwie auf Dauer nicht sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich vernünftig sein. Das ist so eine vage, eine schwierige Waagschalensituation, sage ich mal, auf die man sich da momentan einlassen muss. Aber es hilft ja nichts.
Nee, also wir werden auch die Letzten jetzt sagen würden, wir ignorieren jetzt auch irgendwelche Vorgehen und wir machen das jetzt aber trotzdem, weil das merkst du ja gerade sozusagen, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass dann Leute, ich verstehe das auch, die sind frustriert, also dann treffen die sich halt in Berlin und feiern dann irgendwie die ganze Nacht in der Hasenheide. Das ist halt dumm und das ist halt einfach unverantwortungsvoll und auch wenn das für uns natürlich, der Restaurantbetrieb ist natürlich trotzdem extrem minimiert. Wir müssen natürlich die Tische auseinanderstellen. Das heißt, wir arbeiten nach wie vor einfach nur mit viel weniger Personal, als wir das vorher hatten. Und die halt auch, also alle verdienen weniger Geld. Und auch für uns ist das ein riesiger finanzieller Verlust, der in der Zeit entstanden ist, von dem wir uns hoffentlich auch irgendwann mal erholen können. Aber das weiß halt auch kein Mensch. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur allen empfehlen, ruhig zu bleiben. Wir haben in Deutschland also wirklich relativ großes Glück gehabt, dass sich die Krankheit jetzt nicht so extrem ausgebreitet hat wie in anderen Ländern. Meine Frau ist Brasilianerin. Ich lese jeden Tag mit ganz Erschrecken, wie die Krankheit da wütet. Und sie natürlich auch. Also es gibt ja völlig andere Level, die zu erreichen sind. Und also da hoffe ich einfach, dass jetzt auch die Unterstützung der Bundesregierung für die Künstler, gab es ja heute auch wieder einen Bericht drüber, dass das extrem aufgestockt wurde, dass sozusagen erkannt wird, wie wichtig Kultur in Deutschland ist und wie abhängig Kulturschaffende gerade von einem guten Hilfsprogramm sind. Aber auch die Kulturbetriebe, zu denen wir uns zählen, sind natürlich nach wie vor extrem davon abhängig, dass es irgendwelche Förderprogramme gibt, mit denen wir unser Überleben erstmal sichern können und dann hoffen, dass man halt einfach gestärkt aus der Krise wieder rausgeht und das ist die Hoffnung, die wir gerade alle haben. Ganz genau. Ich denke, in dieser Hoffnung können wir auch erstmal bleiben. Und dieser Appell ist, glaube ich, jetzt auch erstmal wichtig. Ich meine, jeder weiß es. Nichtsdestotrotz kann man das gar nicht oft genug erwähnen, wie wichtig eine Unterstützung und auch eine Reaktion der Politik ist. Und insofern bleibt uns, glaube ich, vor allem, dass wir uns alles Gute wünschen und gute Gesundheit wünschen und uns wünschen, dass es auch jetzt in den kommenden Wochen nicht zu einer zweiten Welle kommt, sondern dass wir so unbeschadet wie möglich aus dieser ganzen Situation wieder rauskommen. Da kann ich dir nur zustimmen. Und wenn wir es geschafft haben, werden wir auf jeden Fall eine riesengroße Party bei uns feiern. Und du bist herzlich eingeladen, Björn. Vielen Dank. Da werde ich sogar überlegen, ob ich da nicht den Weg nach Berlin machen kann. Das ist immer eine Reise wert, mein Freund. Auf jeden Fall. Und das ist doch auch ein schöner Ausblick und das macht doch auch Mut. Und so soll es dann auch sein. Also danke dir dann. Gerne. Tschüss. Mach's gut.